An diesem Posten geht es um die zu erwartenden Klimaveränderungen im Sommer und um die Reaktion der Pflanzen und wie sich der Landwirt daran anpassen kann. Und da berichten wir über Versuche, die an Agroscope im Reckenholz stattgefunden haben. Wir haben Pflanzenbestände unter Dächer gestellt, sodass sie während 2 Monaten kein Tropf Wasser gekriegt haben und verglichen mit Beständen, die daneben gewachsen sind. Die Auswirkungen sehen Sie in dieser Grafik hier. Während dem Trockenstress, die Arten sind sehr unterschiedlich. Englisch Reigras hat 70% Ertragsverlust gehabt im 2. Monat ohne Wasser, während Weißklee und Rotklee nur 10-20% Ertragsverlust hatten. Also die Leguminosen sind deutlich resistenter gegenüber Trockenstress. Das erstaunlichste Resultat war jedoch, wie schnell sich die Bestände erholt haben. Nach dem Trockenstress, wenn es wieder geregnet hat, dann hat Englisch Reigras 70% mehr Ertrag geliefert innerhalb von 6 Wochen, wenn es vorher gestresst war, als die Parzellen, die keine Dächer hatten. Der Klee, der hat nicht reagiert, da waren beide Parzellen hatten gleich viel Ertrag. Und der Hauptgrund für diese großen Unterschiede während der Stressphase und nach der Stressphase der Arten ist die Stickstoffverfügbarkeit im Boden. Die Stickstoffverfügbarkeit während der Trockenphase, da gibt es praktisch keinen Stickstoff im Boden. Der ist nicht verfügbar, wird nicht zu den Pflanzenwurzeln transportiert. Nach dem Trockenstress, wenn wieder bewässert wird, dann ist es auf Parzellen, die immer feucht waren, ist der Stickstoffangebot ist immer noch gleich groß. Aber auf den vorher gestressten Parzellen gibt es einen riesigen Stickstoffschub mit etwa 4-mal mehr Stickstoffverfügbarkeit. Bei Trockenstress empfehlen wir keine Stickstoffdüngung zu verabreichen, weil dieser Stickstoff nicht verfügbar wird während der Trockenphase. Und nach der Trockenphase haben wir ja sowieso viel zu viel Stickstoff im Boden. Was können jetzt die Bewirtschafter tun? Das Wichtigste unserer Erfahrung nach in Naturwiesen ist, nicht übernutzen, also nicht zu häufig nutzen und nicht zu tief nutzen. Und es gibt 2 Gründe dafür. Wenn man zu häufig oder zu intensiv nutzt, dann vernachlässigt die Pflanze ihre Wurzeln, die werden immer kleiner. Und dann mit diesen kleinen Wurzeln sind die Pflanzen weniger trockenresistent. Langfristig geschieht noch Schlimmeres. Die guten Gräser verschwinden aus dem Bestand, wenn man ständig übernutzt. Und es bleiben nur Filzgräser übrig, die ganz, ganz anfällig auf Trockenheit sind. Sie sehen das hier aus Bildern vom Jahr 2018, aus Praxisparzellen. Hier eine übernutzte Parzelle mit filzbildenden Gräsern, die total braun sind. Da unten auf dem gleichen Betrieb, bei gleichen Bedingungen, gut gepflegte Bestände, da wird es auch braun, aber die Horstgräser, die Gräser, die noch gute Wurzeln haben, die sind immer noch grün und produzieren noch Biomasse. Also die Empfehlung, man kann mit der Bewirtschaftung relativ viel machen, nicht zu häufig nutzen, nicht zu tief nutzen. Bei Trockenheit und Hitze empfehlen wir nicht zu nutzen, damit die Vegetationsknospen beschattet sind und nicht zu heiß haben. Zusammenfassend kann man sagen, die Pflanzen reagieren so, dass sie im 2. Monat mit Trockenstress den Ertrag massiv reduzieren, so die Gräser und die vielen Kräuter und die Kleearten recht resistent sind. Nach dem Trockenstress gibt es einen großen Stickstoffschub im Boden und so wachsen die Gräser sehr schnell und bilden mehr Ertrag nach einem Trockenstress als ohne Trockenstress. Die Landwirte können sehr viel tun für die Trockenresistenz ihrer Wiesen und Weiden, indem sie angepasst nutzen, das heißt nicht zu häufig nutzen und nicht zu tief nutzen.